Ein paar Beispiele meiner selbstdiagnostizierten Krankheiten sind zum Beispiel ein Hirntumor, Gebärmutterhalskrebs, ganz präsent war für mich immer Brustkrebs, Speiseröhrenkrebs, ein Tumor hinter den Augen, also wirklich auch echt seltene Erkrankungen. Zu der Zeit, als ich wirklich fest davon überzeugt war, eine dieser Erkrankungen, Krankheiten zu haben, war es super schlimm. Also ich hatte Todesangst, ich hatte schlaflose Nächte, ich hatte Albträume. Ich habe mich da einfach so extremst reingesteigert, dass ich manchmal wirklich auch die Nacht zum Tag gemacht habe und die ganze Zeit im Internet geguckt habe, wie gehst du jetzt weiter vor. Ich selber hätte am Anfang der Hypochondrie nie gedacht, dass das Ganze so ein Ausmaß annehmen kann. Ich bin Janette, ich bin 28 Jahre alt und ich habe die Diagnose Hypochondrie bekommen. Möchtest du die anziehen, Schatz? Komm mal her. Ich muss sagen, dass ich meine Krankheitsängste, die Hypochondrie, auch auf meine Tochter insofern ausgewirkt haben, dass ich auch ihre Symptome total schnell negativ deute, sei es einfach mal nur ein Schnupfen oder ein Husten. Ich bin dann sofort total ängstlich und verunsichert. Ich achte schon sehr genau auf sie und ihre Gesundheit. Ich bin Pflegefachkraft und meine Hypochondrie hat insofern schon eine Auswirkung auf meine Arbeit in meinem Beruf, dadurch, dass ich total oft die Symptome der Patienten auch sehr, sehr ernst nehme und oft zum Beispiel gar nicht denke, okay, das ist jetzt einfach nur eine Grippe, sondern in meinem Kopf geht das schon einfach viel weiter, dass ich mir denke, hoffentlich ist es nicht dies, hoffentlich ist es nicht das. Ich würde sagen, das fing so im Jugendalter an, so mit der Pubertät. Eher schleichend, als wir im Freundeskreis eine Freundin hatten, die immer über starke Schmerzen klagte, öfters beim Arzt war, es immer wieder gesagt wurde, nein, das ist nichts. Und als dann irgendwann nach ein paar Monaten wirklich rauskam, Krebs im Endstadium, ein Tumor, dann fing man halt so an, das Ganze immer mehr zu überdenken, hat mehr auf seine Symptome geachtet, hat jedes kleinste Symptom sehr ernst genommen. Mein Vater hat sich im März 2022 das Leben genommen. Er hat schon seit mehreren Jahren, ungefähr seit 5, 6 Jahren, eine schwere Depression gehabt, die wirklich aufbauend mit den Jahren auch immer extremer wurde. Der Tag war für mich einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Let me down easy, for your love for me is gone. Let me down easy, since you feel to stay here alone. Mit meinem Papa haben wir hier oft an den Wochenenden Fahrradtouren gemacht, Spaziergänge. Der Ort hier am Kanal gibt mir auch irgendwie immer noch näher und es fühlt sich irgendwie so an, als wäre ich meinem Papa hier näher als sonst. Nach dem Suizid meines Vaters sah der Alltag für mich eigentlich total grau aus. Ich habe mich durchgehend allein gefühlt. Ich hatte große Ängste entwickelt. Ich habe den ganzen Tag mit Grübeln verbracht. Man konnte sich das einfach gar nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich passiert ist und dass man jetzt einfach nichts mehr rückgängig machen konnte. Der Suizid meines Vaters hatte insofern auch Auswirkungen auf meine Hypochondrie, dass ich auf einmal wieder total schleichend in meinen Krankheitsängsten drin war.
Als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, ungefähr 4 Wochen nach dem Suizid meines Vaters, fing es direkt sehr holprig an. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich doch vom Kopf her noch überhaupt gar nicht anwesend bin auf der Arbeit, dass sich meine Gedanken eigentlich durchgehend noch um den Tod und den Suizid meines Vaters gedreht haben. Ich habe nicht mehr genug geschlafen, ich habe nicht genug gegessen, ich habe nicht genug getrunken. Und ich denke, das alles zusammen war der Auslöser für meine ganzen zunehmenden Symptome. Taubheitsgefühle, ich hatte Kribbeln an den Beinen, an den Händen, in den Füßen. Ich hatte Fremdkörpergefühle im Kopf. Als es mir schon gesundheitlich echt sehr schlecht ging, war dann der Tag, an dem ich meine erste Panikattacke bekommen habe. Und ich gar nicht wusste, dass es jetzt eine Panikattacke ist, sondern ich wirklich dachte, ich bin dem Tod gerade näher als dem Leben. Ich stehe kurz vor einem Schlaganfall oder kurz vor einem Herzinfarkt. Das waren für mich eigentlich so die 2 Selbstdiagnosen, die ich mir eigentlich gestellt hatte, wo ich mir auch fest sicher war, dass eine davon gleich eintreten wird. Da war ich dann so weit, dass ich den Krankenwagen gerufen habe. Die Rettungssanitäter sagten, der Puls ist zwar etwas hoch, das ist aber ganz normal bei einer Panikattacke, sonst ist alles in Ordnung. Aber ich hatte wirklich jeden Tag mehrere Panikattacken. Und dann habe ich mir irgendwann einfach gedacht, ey, das kann doch nicht alles nur Panik sein, sondern da muss doch was dahinter stecken. Ich wäre am liebsten jeden Tag zu einem anderen Fachmediziner gegangen und hätte wirklich jedes Symptom von einem Facharzt abklären lassen. Dann habe ich natürlich auch wieder angefangen zu googeln. Könnte das Symptom bei mir auch diese Erkrankung sein? Ich habe ja fast durchgehend, egal wann und wo, angefangen, meinen Puls zu kontrollieren. Und bei jeder kleinsten Veränderung stand ich direkt unter Strom. Man hat immer sofort ans Schlimmste gedacht. Ich muss sagen, dass ich mich leider auch oft unverstanden gefühlt habe. Die einzige, mit der ich wirklich durchgehend in Kontakt stand, war meine Freundin Delia. Hallöchen! Wir haben neue Ware bekommen. Wow, farbenfroh. Sie wird bunt. Ja, schön. Hellblau. Dieses Jahr ist wieder viel Farbe. Ja, wow. Dadurch, dass sie auch Krankenschwester ist, dachte ich mir irgendwie, ich muss mich an sie wenden. Wenn Jeanette mir von Krankheiten oder wieder neuen Symptomen erzählt hat, habe ich versucht, es ja logisch zu erklären, dass es eigentlich gar nicht sein kann, ihr immer wieder gesagt, okay, du weißt, dass deine Psyche macht viel aus. Für sie gab es halt ja nur noch Krankheit. Man hat sie wirklich angesehen, dass es ihr körperlich und auch seelisch halt wirklich schlecht ging. Ich habe ja auch mitbekommen, dass sie viele Untersuchungen gemacht hat und halt sich immer ihre Krankheiten nicht bestätigt haben. Und sie war halt nie beruhigt, wenn sie jetzt keinen Befund bekommen hat, hat sie sich eigentlich direkt in die nächste Krankheit reingedacht. Es gibt viele Foren für Leute mit Krankheitsängsten und ich habe mich in diesen Foren so aufgehoben gefühlt. Ich konnte mich damit stundenlang beschäftigen. Wenn der eine Hypochonder zu dem anderen Hypochonder schreibt, mein Gott, geh doch mal zum Arzt, es könnte ja vielleicht auch noch das sein. Oder meine Schwiegermutter letztes Jahr hatte dieselben Symptome und bei der ist die Erkrankung rausgekommen, macht einen das total unsicher und macht einem total die Angst. An dem Tag, an dem ich entschlossen habe, ins Krankenhaus zu fahren, um mich wirklich groß durchchecken zu lassen, habe ich schon von vornherein eine Tasche gepackt, weil für mich feststand, ich lasse mich jetzt nicht abwimmeln, sondern ich möchte wirklich untersucht werden. Ich wurde stationär aufgenommen, ich hatte ein Arztgespräch, sodass ich mich auf jeden Fall erstmal, ja, gut aufgehoben gefühlt habe und wusste, dass jetzt halt weitere Untersuchungen kommende Woche stattfinden und dass man bald der ganzen Sache ja auf die Spur kommt. Im Krankenhaus habe ich die Diagnose bekommen, Hypochondrie, und wurde mit der Diagnose dann nach ein paar Tagen Aufenthalt erstmal entlassen.
Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, muss ich sagen, dass ich nicht zufrieden war mit den Diagnosen, weil ich einfach dachte, du wirst einfach gerade gar nicht richtig ernst genommen, dadurch, dass ich einige Wochen zuvor mein Vater das Leben genommen hat. Als die Ärzte zu mir gesagt haben, dass es für mich das Beste wäre, sofort im Anschluss in das Zentrum für die seelische Gesundheit zu gehen, war das für mich erstmal direkt wie ein Schlag vor den Kopf. Dann habe ich das denen ja erzählt und dann meintest du so zu mir, Jeanette, denk da nochmal drüber nach. Ich glaube, das würde dir wirklich gut tun und das wäre doch schon das Richtige für dich. Das ist ja nichts Schlimmes, sondern dir wird da geholfen. Also ich finde es gut, dass sie sich professionelle Hilfe gesucht hat, Hilfe auch anzunehmen. Kann nicht jeder. Und da bin ich wirklich sehr stolz auf sie, dass sie das so gut hinbekommen hat. Die ersten Tage und Wochen in der Tagesklinik für mich, muss ich sagen, waren total befremdlich. Ich hatte immer wieder im Kopf, dass es eigentlich gar nicht das Richtige für mich ist. Ich habe immer noch gedacht, das wird alles jetzt auf deine Psyche geschoben. Für mich stand aber irgendwo fest, das kann nicht alles nur deine Psyche sein. Doch dann so zum Ende der zweiten Woche hin, zur dritten Woche, wurde es dann wirklich deutlich besser und es ging mir immer besser und ich wurde ruhiger, entspannter und ich habe mich dort auch einfach super ernst genommen gefühlt und ich war nicht alleine. Mit der Zeit hat man immer besser gelernt, damit zu leben. Also ich glaube, der Prozess der Akzeptanz, der wird für immer schwierig bleiben, weil man sich natürlich trotzdem fragt, wieso habe ich es überhaupt? Aber man lernt einfach damit, so gut wie möglich umzugehen und damit zu leben. Die Tagesklinik und auch den Ort hier der Tagesklinik wird für mich einfach immer so ein Ort der Heilung bleiben. Ganz geheilt bin ich auf keinen Fall, aber ich würde sagen, dass es mir schon deutlich besser gelingt, mit meinen Ängsten umzugehen. In der akuten Zeit hätte ich niemals gedacht, dass es mir wirklich irgendwann mal wieder so gut gehen wird wie jetzt. Kraft geben mir eigentlich mein Freundeskreis, meine Familie, vor allen Dingen auch meine Freundin Delia, natürlich auch meine Tochter, anderen Betroffenen, die auch unter so starken Krankheitsängsten und einer Hypochondrie leiden, würde ich gerne sagen, dass sich da niemand verstecken muss, der solche Ängste hat, weil auch das ist eine Krankheit an sich, die behandelt werden kann und man ist da nicht alleine, auch wenn man sich so alleine fühlt.